So, ich mach, wie macht man den Link? Soll ich Zoom wieder zumachen oder auflassen? Ne, kannst du lassen. Ich wollte nur den Link senden. Moment. Ich glaube, der Ton ist gut. Ja? Ist gut? Nee, das ist Mikro. Der braucht Mikro. Was Mikro? Den Anschluss. Nee. Ich habe so einen Anschluss. Nee. Vielleicht kannst du den Instagram-Link nochmal in die Gruppe schicken? Ja, ich suche das, wie ich den Link schicke. Also laut Mikro hier oder was? Nein, ist okay. Nee, ich wollte nur für diese Aber geht Anschluss nicht? haben, nicht diese. Ich habe für iPhone, ich brauche für diese, aber geht schon, Alhamdulillah, jetzt die hören mich schon. Okay, schade. Sie sagt aber auch her. Wie macht man das mit dem Link von Instagram? Link schicken wir in die Gruppe. Ja. So. Ah, hier. Link kopieren. An. Ich glaube, Sie müssen etwas lauter sprechen jetzt. Ja. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة Die Art und Weise, wie der Prophet seine Wudu gemacht hat, hatten wir jetzt im letzten Unterricht gehabt. Und jetzt geht es inshallah weiter bei das Thema, was dem Wudu bricht. Was dem Wudu bricht. Dann kann inshallah jetzt auch der Bruder, heute habe ich einen Bruder extra von Köln, der inshallah liest. Ansonsten, inshallah, kann man auch die Brüder einschalten, die wie Lutfi, Karim, wenn er auch inshallah lesen möchte. Aber heute habe ich inshallah den Bruder Hamid, der inshallah liest, was die Sachen, die den Wudu brechen, was sind die Sachen, die den Wudu brechen. Wir haben uns gemerkt, 5 Sachen machen Wudu zunichte. Nawaqid al-Wudu, 5. Also die 5 Sachen, die dem Wudu zunichte machen. Bitte schaltet alle Mikrofon aus. Ja, alle auf Stumm, jazakumullahu khairan, damit inshallah in dem Unterricht nicht andere Stimmen kommen. Liest du, Bruder Hamid? Das ist Seite. Die Seite weiß ich jetzt nicht. Das, was dem Wudu bricht, heißt die Überschrift? Ja. Das Beschneiden, Bart wachsen lassen? Nein, das ist später. Ah, das ist später? Nach den Pflichten von Wudu kommt das. Oder die Sunnah nach dem Wie man Unreinheiten beseitigt, das ist nicht, gell? Das Nein, ist nicht. Viel später. Also vor Unreinheiten ist das, gell? Bitte? Später, das, später. Also na, danach? Nach vielen. Also ihr seid schon weiter, ja? Bei Wudu, Thema Gebetswaschung, dann was Bedingungen, dann kommen die Pflichten. Zur Wiederholung, wie viele Pflichten haben wir bei Wudu. Ma hiya wajibat Wudu, fara'id Wudu. Soll ich auch sagen? Kam. Weißt du? Inshallah, ich versuche. Sag mir die Zahl, reicht mir. Die Zahl? 6? Nein, etwas mehr. Nein? Nein. 8. Es melden sich immer welche, wenn die Hand zeigen nach Hussein. Ah, das kann ich leider nicht sehen. Weil er hat den gedreht, damit er lesen kann. Genau. Ja. Aber du kannst die dran nehmen, die jetzt sich melden, kannst du dran nehmen und kann er sich dann, inshallah, dann kann er die Antwort sagen.
Die Sunnan vom Gebet. Die Pflichten. Also die Pflichten vom Wudu. Der kann jetzt sein Mikro aufmachen und kann inshallah sprechen. Weil ich melde, kann jetzt inshallah sprechen. Mach du das, Achibada. Du lässt denjenigen, nimmst denjenigen dran. Damit die Leute gleichzeitig sprechen. Das Wudu, die Handlung, für die die Gebetsflasche verpflichtend ist. Davor. Was die Gebetswaschung ungültig macht? Ja. Okay, dann lese ich jetzt vor. Und tue ich das jetzt mal hoch. Okay. Also, wer hat sich jetzt gemeldet wegen den Pflichten von Wudu? Wie viele sind das? Ich gucke gerade. Ist einer. Yalla, bismillah. Mohammed Amin. Yalla. Tfaddal, Mohammed Amin. Es gibt drei Bedingungen. Ja. Sehr gut. Und wie viele Sunnan? Bitte? Und 10 Sunnan. Allahu Akbar. 3, 8, 10. Und heute kommt die Zahl, wie viel? 5. 5, MashaAllah. Dann liest jetzt inshallah Hamid, was dem Wudu bricht. Was dem Wudu bricht. Okay. Was die Gebetswaschung ungültig macht. Alles, was von vorne und hinten austritt, sei es Urin, Kot oder Wind. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, oder jemand von euch vom Abort kommt. Der Prophet sagte, Allah nimmt nicht das Gebet dessen an, dem ein Hadath passiert, bis er Wudu vollzieht. Hadath ist sozusagen eine Austritt aus dem Wudu, das heißt, ist bei ihm etwas passiert, was den Wudu ungültig gemacht hat. Das nennt man Hadath. Und dann hat jemand gefragt, jetzt kommt die nähere Erklärung zu dem Hadith, als der Prophet gesagt hat, wenn jemand Hadath gemacht hat, wird nicht sein Gebet gültig, bis er Wudu macht. Dann hat jemand gefragt, was meinst du mit Hadath? Eine Person aus Hadramaut, das ist aus Jemen, fragte ihn, was ist Hadath, o Abu Huraira? Abu Huraira, radiallahu an, antwortete, es ist das Lassen von Wind mit oder ohne Geräusch. Ja, auf Arabisch heißt das Fusa, das Windlassen, was kein Geräusch hat, heißt Fusa. Und das Windlassen, was Geräusch hat, heißt auf Arabisch Durat. Und das hatte Abu Huraira verdeutlicht, damit die Leute wissen, dass sozusagen das, was austritt, und das ist ein Hadath, und sozusagen das macht den Wudu zunichte. Und müssen wir auch wissen, über den Wind, wer, was rauskommt, dass es auch diese Urteil hat. Weiter. Dies beinhaltet auch das Austreten von Al-Madi oder Al-Wadi. Ibn Abbas radiallahu an berichtete, Al-Mani, Al-Wadi und Al-Madi. Bei Al-Mani ist der Russel verpflichtend. Bei Al-Wadi und Al-Madi sagte er, wasche deinen Intimbereich und mache die Gebetswaschung. اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. Hier hat Ibn Abbas drei Flüssigkeiten genannt. Drei Flüssigkeiten genannt. Al-Mani, das ist sozusagen der Sperma. Und das, wenn das austritt, muss man nicht nur Wudu machen, sondern muss man komplette Waschung machen. Und das kommt nach dem Kapitel von Wudu, kommt inshallah die große Reinigung, die Waschung. Aber bei Al-Wadi und Al-Madi, das sind zwei Flüssigkeiten, die treten aus, zu verschiedenen Gründen. Der Madi, das ist sozusagen die Gelusttropfen, und diese Flüssigkeit kommt raus bei Erregung und ist klebrig, und diese, wenn die austritt, muss man
sozusagen seine Glied waschen und auch seine Hoden waschen, weil, was in einer anderen Überlieferung auch verdeutlicht wurde, und muss man Wudu machen. Das heißt, der Wudu ist nicht gültig, wenn man ein Wudu vorher hatte, wenn diese Flüssigkeit rauskommt. Und Al-Wadi ist sozusagen eine dicke Tropfen, der kommt manchmal bei Kälte, ja, kommt manchmal wenn man sozusagen, wenn es kalt ist, und dann bevor dem Urinieren kommt vielleicht so eine dicke Tropfen. Das, wenn das rauskommt, ist auch sozusagen eine Gebetswaschung erforderlich, muss man dann auch das sauber machen. Das ist das Erste, was den Wudu zunichte macht. Das heißt, alles, was von beiden Poren rauskommt, sei es Luft, sei es sozusagen Flüssigkeit von Urin oder die anderen Flüssigkeiten, oder wenn man das große Geschäft macht von hinten, dann muss man Wudu machen. Und auch bei Frauen, wenn diese Nichtperiode im Blut rauskommt, aber dieses Blut, das nennt man Istihada, das, was nicht in der Zeit von Periode kommt, wenn das austritt, das macht auch den Wudu zunichte, muss man Wudu machen, und dann gibt es eine bestimmte Regelung, wenn es nicht unterbrochen ist. Dann die zweite Sache, was den Wudu zunichte macht. Tiefer Schlaf. Dies ist ein Schlaf, in dem die Person das Bewusstsein verliert, egal ob man sitzend ist oder nicht. Egal ob man sitzend ist oder nicht, weil einige Gelehrten, die vertreten der Meinung, dass wenn man sozusagen seine Sitzhaltung stabil macht, so dass man weiß, okay, kann keine Luft von mir rauskommen, so haben die diese Meinung, es kommt keine Luft raus, ja, deswegen weiß ich sicher, dass auch wenn ich da tief schlafen würde, dann würde mein Wudu nicht sozusagen durch Luft raus oder sonstiges zunichte gehen. Deswegen sagen die, wenn man tief schläft, aber seine Sitzhaltung sozusagen festmacht, also das heißt, dass man sozusagen richtig vielleicht sitzend schläft, dann sagen die, das macht den Wudu nicht ungültig, aber diese Meinung ist nicht starke Meinung. Warum? Weil der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hat den Schlaf an sich als eine Sache, die den Wudu zunichte macht, und nicht nur, wenn er sicher ist, dass er sozusagen sich auf dem Boden befestigt hat, so dass keine Luft rauskommt, sondern egal, ob man sich sozusagen so positioniert, dass keine Luft rauskommt oder das nicht macht, der alleinige Tiefschlaf, das heißt der Schlaf, wo man nichts empfindet, wo man nicht sozusagen im Bewusstsein ist, was um sich herum geht, dann ist das eine Sache, wo der Wudu zunichte ist. Es gibt aber manchmal diese leichte Schlaf. Der leichte Schlaf bedeutet sozusagen, man nickt kurz ein, aber man merkt, was um sich herum ist. Diese kleine Schlaf, wo du hörst, manchmal bist du so kurz am Schlafen, aber du hörst die Stimmen, du merkst um dich herum, was passiert. Wenn dich jemand ruft, dann machst du deine Augen auf und redest mit ihm. Diese Art von Schlaf macht den Wudu nicht zunichte. Aber der richtige Schlaf, wo man sein Bewusstsein verliert. Es ist von Safwan ibn Asl Asal radiallahu anhu überliefert, der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam befahl uns, während wir reisten, dass wir unsere Ledersocken für 3 Tage und 3 Nächte nicht ausziehen sollen, außer wenn wir im Janaba-Zustand waren. Jedoch brauchten wir dies nicht zu tun nach dem Toilettengang oder nach dem Schlaf. Hier hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam keinen Unterschied gemacht zwischen Kot, Urin oder Schlaf.
Also so in der Überlieferung, lakin min ra'itin wa bawlin wa naum. Das heißt, der Prophet Muhammad befiehlt uns, dass wir nicht unsere Socken ausziehen. Weil warum braucht man Socken auszuziehen? Wenn es eine große Waschung gibt. Und das bedeutet, wo es eine kleine Waschung gibt, braucht man die Socken nicht auszuziehen. Was sind die Sachen, die den kleinen Waschung für die kleine Waschung erforderlich sind oder wo die Waschung erforderlich ist, wenn diese Sachen passieren? Sagt der Prophet Muhammad sallam, der Kot oder der Urin oder der Schlaf. Der Prophet Muhammad hat gesagt, der Schlaf, allgemein der Schlaf. Der hat nicht gesagt, wenn man sich befestigt oder nicht befestigt. Und das weist darauf hin, dass der Schlaf an sich etwas ist, was den Wudu zunichte macht. Des Weiteren berichtete Ali radiallahu an, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, das Auge ist der Kordelzug des Anus. Der also von euch, wer von euch schläft, soll die Gebetswaschung verrichten. Gemeint ist hiermit, dass wenn jemand wach ist, er Kontrolle hat über Wind, der aus ihm austreten könnte. Er verliert jedoch die Kontrolle darüber, wenn er schläft und weiß deswegen nicht, ob er eventuell Wind gelassen hat oder nicht. Drittens. Also das heißt, das Auge, das heißt die Wachsamkeit. Und deswegen haben die Gelehrten gesagt, der tiefe Schlaf, das heißt, wo man die Wachsamkeit verliert, wo man Bewusstsein verliert, dann ist das eine Sache, was den Wudu sozusagen zunichte macht und dann muss man neu Wudu machen, wenn man aufwacht. Aber wo sein Bewusstsein noch da ist, dann, auch wenn er die Augen zu hat, auch wenn er kurz genickt hat, aber wenn er mit seinem Bewusstsein da ist, dann braucht er nicht neues Wudu zu machen. Jetzt die dritte. Drittens, das Verlieren des Bewusstseins durch Rausch oder Krankheit. Dies nicht. Also das heißt, jemand ist zum Beispiel ohnmächtig geworden. Ohnmächtig geworden ist nicht nur sozusagen wie Schlaf zu vergleichen, sondern mehr als Schlaf. Das heißt, derjenige, der ohnmächtig geworden ist, der hat den gleichen Zustand von Einschlafen, sogar noch mehr hat sein Bewusstsein verloren. Weil der Schlafende, den kannst du rütteln und wecken, und wacht auf, aber der ohnmächtig ist, den kannst du nicht direkt wecken. Deswegen hat er sozusagen den gleichen Zustand von den Schlafenden und sogar noch mehr sein Bewusstsein verloren. Ja. Das Verlieren des Bewusstseins durch Rausch oder Krankheit, dies negiert die Gebetswaschung, da das Verlieren des Bewusstseins größer ist als der Schlaf. Ja. Viertens. Das Berühren des Geschlechts oder Hindernis das Berühren des Geschlechts ohne Hindernis und im Lustzustand. Und das sind zwei Bedingungen für das Berühren von dem Geschlechtsteil, damit man sagt, diese Berührung macht den Wudu zunichte. Die erste Bedingung ohne Hindernis. Das heißt, jemand hat sozusagen vielleicht juckt oder irgendwas, aber die Kleidung sind drauf. Das heißt, da drauf ist die Unterhose, da drauf ist seine sozusagen Kamis oder Hose und berührt. Diese Berührung macht den Wudu nicht zunichte. Aber ohne eine Sache dazwischen zu sein, das heißt, der fasst direkt sein Glied, das ist die erste Bedingung. Und zweite Bedingung, der macht das mit Lust. Das heißt, er hat seine Glied mit Lust berührt, dann ist der Wudu zunichte. Warum sagt man mit diesen zwei Bedingungen? Weil es zwei Hadithe gibt, die authentisch sind, wo die Gelehrten gesagt haben, der eine weist darauf hin, dass das Berühren nicht den Wudu bricht und das andere, der andere Hadith weist darauf hin, dass das zunichte macht. Deswegen gab es mehrere Wege von den Gelehrten, wie sie diese zwei Hadithe in sozusagen Zusammenklang bringen und
Die Gelehrten, die gesagt haben, wir nehmen alle Hadithe, das heißt, wir lassen kein Hadith aus, dann sind die zu dieser Erklärung gekommen. Und wir hören erstmal diese zwei Hadithe und dann auch die Erklärung, wie man zu diesem Entschluss gekommen ist. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, wer sein Geschlecht berührt, soll die Gebetswaschung machen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte auch über das Berühren des Geschlechts, ist es denn nicht nur ein Teil deines Körpers? Achtet darauf, zwei Antworten, ja, aber zu zwei verschiedenen Personen. Die eine Person fragt den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam über das Berühren von Geschlechtsteil, dann sagte er, ist das nicht wie irgendein Körper, das heißt, ob du deine Nase angefasst hast oder dein Auge oder deine Hand oder dein Fuß, ist das nicht wie irgendein wie jedes Körperteil von dir, das Berühren? Und bei dem anderen Situation sagt er, wer anfasst, soll Wudu machen. Wer anfasst, soll Wudu machen. Und deswegen gibt es zwar eine Meinungsverschiedenheit über diese zwei Hadithe. Einige haben gesagt, wir gucken, welcher Hadith später gekommen ist, nehmen wir dem Urteil, und der andere ist sozusagen aufgehoben. Das ist eine Methode von Gelehrten, die das benutzt haben, und man respektiert natürlich deren Meinung. Und gibt es die andere Methode, die gesagt haben, wenn der Prophet Muhammad etwas gesagt hat, und wir können die beiden Hadithe in einen Einklang bringen, dann nehmen wir beide Hadithe, damit nicht ein Hadith verloren geht und das Handeln an ein Hadith verloren geht. Und jetzt kommt die Erklärung, wie man auf diesen Ergebnis gekommen ist. Es ist ein einfacher Teil des Körpers, wenn das Anfassen ohne Gelüst ist. Natürlich, weil du kannst nicht deine Nase mit Gelüst anfassen und du kannst auch nicht deine Auge mit Gelüst anfassen. Oder weil der Prophet Muhammad sagt, ja, ist ja nur ein Körperteil von dir. Das heißt, das muss die Berührung an sich etwas anders sein als die Berührung von anderen Körperteilen, damit man sagt, das ist eine sozusagen Sache, die den Wudu zunichte macht. Aber wenn dieses Anfassen genauso wie das Anfassen von anderen Körperteilen wäre, dann müsste man diesen Hadith nehmen und sagen, ist ja nicht anders als alle anderen Körperteile. Wann? Der einzige Unterschied ist bei den Anfassen von Glied und das Anfassen von anderen Körperteilen ist die Lust. Deswegen haben die Gelehrten das mit der Lust beschränkt und gesagt, das Anfassen mit Lust, das macht den Wudu zunichte. Und das Anfassen ohne Gelust, dann ist es wie das Anfassen von anderen Körperteilen. Es ist ein einfacher Teil des Körpers, wenn das Anfassen ohne Gelüst ist. Wenn das Anfassen ohne Gelüst geschieht, so ist das Anfassen des Geschlechts vergleichbar mit dem Anfassen eines anderen Teils des Körpers. Jedoch, ja, es ist genauso wie wenn du Nase oder Kopf oder Hand berührst. Ja. Jedoch ist es ein anderer Fall, wenn das Anfassen mit Gelüst geschieht. Mhm. In diesem Fall kann man es nicht mehr mit dem Anfassen eines anderen Teils des Körpers vergleichen, weil das Anfassen des Geschlechts mit Gelüst etwas ist, was man normalerweise nicht macht. Dies ist eine eindeutige Sache, welche man klar erkennen kann. Mhm. Das heißt, das Anfassen von anderen Körperteilen kann man nicht mit Lust machen. Aber das Einzige, was man mit Lust anfassen könnte, wo man Lust dann bekommt, ist das Anfassen von sein Glied. Okay. Fünftens, das Essen von Kamelfleisch. Al-Bara ibn Azib. Al-Bara ibn Azib. Al-Bara ibn Azib. Radiallahu an berichtete, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, mach die Gebetswaschung nach dem Verzehr von Kamelfleisch. Jedoch nicht nach dem Verzehr von Ziegenfleisch bzw. Schafsfleisch. Das heißt, das Wudu machen von Kamelfleisch hat der Prophet Muhammad befohlen. Hat der Prophet Muhammad als Befehl gegeben.
Und wenn der Prophet einen Befehl gibt, dann sollte man, wenn man Kamelfleisch verzehrt hat, Wudu machen. Und von Schafsfleisch dürfte man Wudu machen, aber ist nicht verpflichtend. Das ist der Unterschied. Das heißt, Schaffleisch, wenn wir das essen, oder Ziegen oder Kühe, all diese Fleisch macht den Wudu nicht zunichte. Aber weil der Prophet bei Kamelfleisch verpflichtet hat, dann sollten wir wissen, sobald man Kamelfleisch gegessen hat, ist das Wudu, der Wudu ungültig. Jabir ibn Samura radiallahu an berichtete, ein Mann fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam, soll ich die Gebetswaschung machen, nachdem ich Schafsfleisch gegessen habe? Er antwortete sallallahu alaihi wasallam, wenn du möchtest, dann mach sie, und wenn du nicht möchtest, dann lass es. Danach fragte er, soll ich die Gebetswaschung machen nach dem Essen von Kamelfleisch? Er sallallahu alaihi wasallam antwortete, ja, mach die Gebetswaschung nach dem Verzehr vom Kamelfleisch. Das heißt, bei Kamelfleisch hat der Prophet sallallahu alaihi nicht die Wahl gegeben, dass man, wenn man das möchte, kann man machen, und wenn man das nicht möchte, braucht man nicht zu machen. Aber bei Schafsfleisch. Und Schafsfleisch könnte man machen, weil der Prophet hat auch erlaubt, dürfte man nicht sagen, das ist eine Bid'a, wenn man Wudu macht von Schafsfleisch. Und es wird auch kommen bei den beliebten Gebetswaschungen. Alles, was gekocht wurde, dürfte man danach den Wudu davon machen. Zur Ergänzung, weil man das auch braucht. Es gibt manche Sachen, wo die Gelehrten uneinig sind, dass die den Wudu zunichte machen. Und der Verfasser hat diese fünf genannt. Das bedeutet, man tendiert, dass die anderen, wo es Meinungsverschiedenheiten gibt, ob die Wudu zunichte machen oder nicht, dass sie nicht ausreichende Beweise haben oder nicht starke Argumentation haben. Zum einen, das Anfassen von einer Frau, einer fremden Frau, gibt es einige Gelehrten, die gesagt haben, das Anfassen macht den Wudu zunichte, aber da ist der Beweis nicht deutlich. Und der Beweis, den man genommen hat, das gilt für das Geschlechtsverkehr, wo man große Waschung machen muss, und nicht für das reine Anfassen. Aber die Formulierung sozusagen hat man daraus entnommen, das reine Anfassen. Aber hier wurde das Anfassen, das Berühren der Frau sozusagen als eine, also die Bedeutung in diesem Fall ist sozusagen das Geschlechtsverkehr. Was auch sozusagen Meinungsverschiedenheit gibt, ist über den leichten Schlaf. Und das habe ich eben erklärt, der leichte Schlaf, wenn man sein Bewusstsein nicht verloren hat, dann macht das nicht den Wudu zunichte. Und das einfache Blut, nicht das Periodenblut, wenn das nicht von sein Geschlecht kommt, wenn das Blut, weil alles, was vom Geschlecht kommt, sozusagen sind sich die Gelehrten einig, dass das der Wudu zunichte macht. Aber wenn du Wunde hast, das heißt, ist von deinem Finger oder von deinem Kopf oder von deiner Hand oder von deinem Fuß Blut rausgekommen, gibt es einige Meinungen, dass sozusagen das dem Wudu zunichte macht. Und gibt es dann auch unter ihnen Meinungsverschiedenheit, ab welche Menge und welche Größe und so weiter und so fort. Aber wir nehmen die Handlung von Sahaba radiallahu anhum. Wurde überlichtet, berichtet von Al-Hasan, sagte, ma zal al-muslimuna yusalluna fi jirahatihim. Also das heißt, die Muslime, das heißt die Sahaba, pflegten zu beten in ihre Wunden. Die hatten Wunden gehabt und haben trotzdem gebetet. Ja? Und wurde auch überliefert von Umar, dass er gebetet hat und seine sozusagen Wunde war am Laufen. Das heißt, floss Blut daraus. Und auch
In Zeit des Propheten Muhammad sallam, gab es eine von den Sahaba, der Wache halten sollte. Und der war sozusagen in seiner Wache hat er Nachtgebet gemacht. Und dann wurde er von Feind von Islam sozusagen mit Bogen beschossen und hat weiter gebetet. Und er hatte mehrere Pfeile bekommen. Und als er fast ohnmächtig war, hat er die Leute alarmiert. Und dann hat er eine gesagt: Warum hast du mich nicht direkt alarmiert? Dann hat er ihn erklärt, dass er so tief im Gebet war und mit Khushu' war, wollte er nicht alarmieren. Das bedeutet, dass auch hier haben die Sahaben ein Verständnis gehabt, wenn man blutet, dass man dann auch weiter betet und da muss man nicht sozusagen das Gebet brechen. Und dann heißt das, das Blut, das einfache Blut, macht den Wudu nicht zunichte. Das sind die fünf Sachen, die den Wudu zunichte machen. Jetzt kommt die nächste Sache. Wofür brauchen wir Wudu? Also wofür ist der Wudu verpflichtend? Und wofür ist der Wudu beliebt? Also es gibt Sachen, da darf man nicht machen ohne Wudu. Und es gibt Sachen, die sind dafür der Wudu erwünscht. Die Handlungen, für die die Gebetswaschung verpflichtend ist. Ah, Moment. Was auch für die Frauen sehr wichtig ist, es gibt Flüssigkeiten von Frauen, die nicht weder Blut noch sonstiges ist. Also keine Blut und kein Urin und sonstiges, sondern Feuchtigkeiten. Diese Feuchtigkeiten haben die Gelehrten gesagt, dass sie nicht den Wudu zunichte machen. Die Feuchtigkeiten, die von Frau rauskommt, weil die brauchen das zu wissen, die benässen vielleicht die Kleidung, diese Feuchtigkeiten sind nicht unrein, das heißt, man sozusagen behandelt sie nicht als Unreinheit und sind nicht verpflichtend, Russe zu machen. Aber für Wudu muss man das machen, weil das kommt von sagen von Geschlechtsteil raus. Also das heißt, ist verpflichtend Udu dafür zu machen, aber ist nicht verpflichtend Russel dafür zu machen. Entschuldigung, ich habe falsch eben gesagt. Das heißt, für die Frau muss sie dafür Udu machen. Und einige, soweit ich mich erinnere, sagen, da braucht man auch noch nicht mal Udu. Haben auch einige gesagt. Und einige haben gesagt, da braucht man dafür Wudu, also muss man dafür Wudu machen, weil das kommt von dem Geschlechtsteil raus. Ja. Die Handlungen, für die die Gebetswaschung verpflichtend ist. Für das Gebet. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran: O die ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellt, dann wascht euch das Gesicht und die Hände bis zu den Ellenbogen und streicht euch über den Kopf und waschet euch die Füße bis zu den Knöcheln. Und der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sagt: Allah akzeptiert kein Gebet ohne Gebetswaschung. Kein Gebet ohne Gebetswaschung, das bedeutet, die Gebetswaschung ist verpflichtend für das Gebet. Die Gebetswaschung ist verpflichtend für das Gebet, weil das Gebet sonst nicht angenommen wird. Und hier vielleicht ein Hinweis für diejenigen, die ihre Kinder das Gebet beibringen. Wenn ihr den Alter sozusagen anfängt bei dem Alter, wo das Kind dem Wudu beigebracht wird, dann bringt man ihm den richtigen Gebet, also wenn man sein Gebet beibringen will, dann bringt man ihm das Gebet mit seiner Bedingung bei. Und man stellt ihn erst in der Reihe, wenn er alle Voraussetzungen erfüllt hat. Das heißt, er hat eine richtige Gebetswaschung und alle Bedingungen für das Gebet und dann kann man ihn in der Reihe stellen. Wenn das Kind noch nicht diese Sachen hat, dann stellt man ihn nicht in der Reihe, sondern lässt ihn entweder auf der Seite sitzen, damit er lernt und bringt mir an ihn das bei, bis er das dann irgendwann mal richtig lernt. Dann kann man ihn in der Reihe stellen.
Oder lässt man ihn auf der Seite von der Reihe, wo er nicht sozusagen die Reihe unterbricht, dass er vielleicht die Bewegung mitmacht, aber muss man ihn auch beibringen, das ist noch nicht das Gebet. Das ist noch nicht das Gebet, bis er die Gebetswaschung und sozusagen diese Voraussetzung erfüllt hat. So, jetzt haben wir das Gebet, also ist gültig, wenn man Gebetswaschung hat. Ohne Gebetswaschung ist das Gebet nicht gültig. Wofür braucht man noch oder muss man noch Wudu haben? Zweitens. Zweitens, der Tawaf um die Kaaba. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, der Tawaf um das Haus Allahs ist wie das Gebet, außer dass Allah das Sprechen darin erlaubt hat. At-Tawaf, das heißt, dass man die Runden um die Kaaba macht. Dafür braucht man Wudu. Schreibt dazu bitte, das ist ein Kommentar, der sehr wichtig ist, schreibt dazu, das gilt auch für den Sa'i. Der Tawaf kommt als allererstes und dann begibt man sich zu Safa und Marwa und da macht man den Sa'i und da braucht man auch Wudu. Gibt es auch Meinungsverschiedenheit, ob man dafür Wudu braucht oder nicht. Aber in dem Koran wurde auch das als Tawaf genannt. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَيَّ طَوَّفَ بِهِمَا. Und hier geht es für Safa und Marwa. Und deswegen trennen Gelehrte nicht zwischen den Tawaf und Sa'i für diese erforderliche Sache, den Wudu, dass man den Wudu für den Tawaf um die Kaaba braucht und den Wudu für den Sa'i zwischen Safa und Marwa braucht. Ja? Und eine dritte Sache, die ist auch umstritten, wo die meisten Gelehrten sagen, dafür braucht man auch Wudu, und zwar das Anfassen von Koran. Das Anfassen von Koran. Und man hat nicht eindeutige Beweise und man nimmt Beweise oder argumentiert mit Beweise, die entweder nicht auf den Koran hinweisen, wie die Aussage Allahs, لا يمسه إلا المطهرون, oder die allgemein sind, was das Wort Tahir angeht. Tahir, also rein. Ja? Weil Tahir bei Verwendung vom Prophet Muhammad für das Wort Tahir, also der Reine, jemand der rein ist, gilt für jemand, dessen Herz rein ist von Schirk, das heißt jeder Gläubige. Oder der sich gereinigt hat mit Reinigung, jemand, der Wudu hat, ja, heißt Tahir. Und jemand, der kein Wudu hat, aber gläubig ist, hat auch Tahir genannt. Warum? Weil Abu Huraira radiallahu anhu, als er zum Propheten Muhammad, als er eines Tages den Propheten Muhammad, weil er hat ihn immer auf Schritt und Tritt begleitet, als er eines Tages ihn nicht begleitet hat, sagte er, der Prophet Muhammad, was hat dich abgehalten, mich zu begleiten? Dann sagt er, ich war nicht rein. Also ich war in Janaba-Zustand, ich war nicht rein. Oder was er gesagt hat, aber auf jeden Fall sagt der Prophet Muhammad, der Gläubige ist Tahir, la yanjas. Der Gläubige ist Tahir, also ist rein und wird nicht unrein. Obwohl er Janaba hat, sagt der Prophet zu ihm, weil er diesen Janaba-Zustand hat und weil er da gedacht hat, dass er besser nicht jetzt mit dem Propheten in Begleitung bleibt, dann sagte der Prophet Muhammad zu ihm, der Gläubige ist rein, auch wenn er in Janaba-Zustand ist. Ja? Und dann gibt es einen Hadith, wo die meisten Gelehrten den interpretiert haben, dass der Koran nur von einem Reinen, das heißt, der sich gereinigt hat mit Wudu, der in Reinheitszustand ist, anfassen darf, sagt der Prophet, la yamassu al-Quran illa tahir. Ja? Und gibt es die Meinungsverschiedenheit über die Erklärung und über die Authentigkeit. Allahu alam, gab es auch vielleicht Meinungsverschiedenheit. Ja. Handlungen, für die es erwünscht ist, die Gebetswaschung zu machen. Das heißt, auch wenn es jetzt nicht verpflichtend ist,
Aber gibt es Handlungen, wo es beliebt ist, Wudu zu machen? Ja. Erstens, beim Gedenken Allahs. Al-Muhajir ibn Qunfud, radiallahu an, berichtete, dass er den Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, grüßte, während dieser dabei war, Wudu zu verrichten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete jedoch nicht zurück, bis er die Gebetswaschung vollzogen hatte. Danach sagte er sallallahu alaihi wasallam: Nichts hat mich zurückgehalten, dich zu grüßen, außer dass ich es nicht mochte, Allahs Namen zu erwähnen, ohne dass ich im Reinheitszustand bin. Hier der Verfasser hat Dhikr von Allah SWT, Erwähnung von Allah SWT genannt. Aber hier musste man auch wissen, dass Dhikr von Allah SWT ist ein allgemeines Wort für die Erwähnung mit der Zunge, wenn man sagt zum Subhanallah, Alhamdulillah, oder die Erwähnung von den Namen Allah SWT bei dem Salam geben. Das ist eine Erwähnung von Allah SWT, wenn man sagt Assalamu alaikum oder Alaikum Assalam. Oder auch das Rezitieren von Koran ist dafür beliebt, den Wudu zu haben. Das heißt, sozusagen, auch wenn man den Koran nicht anfasst, aber man will den rezitieren, sei es vom Kopf oder mit anfassen, dann ist auch beliebt, den Wudu zu haben. Oder wenn man sozusagen einfach die Erwähnungen macht. Das sind alles sozusagen beliebte Stellen, wo man den Wudu dafür braucht. Zweitens, vor dem Schlafen. Al-Bara ibn Azib radiallahu an, berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Wenn du schlafen gehst, mache die Gebetswaschung, so wie du sie fürs Gebet machst. Dann lege dich auf die rechte Seite und sage: Allahumma aslamtu nafsi ilayk ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك أو نبيك الذي أرسلت. Sagt der Prophet صلى الله عليه وسلم: Wenn du da stirbst an diese Nacht, dann stirbst du mit der Fitra und sollst du das als deine letzten Wörter lassen. Das heißt, wenn du die Azkar machst, lass das der letzte Dhikr sein. Aber was entnimmt man aus diesem Hadith? Dass man in Wudu-Zustand schlafen gehen sollte. Also ist beliebt. Ist nicht verpflichtend, ist beliebt. Ja? Und eine andere Überlieferung hat der Prophet berichtet, dass ein Engel mit ihm die ganze Nacht bleibt und sozusagen für ihn um Vergebung bittet. Das ist eine sehr schöne Sache, wenn du sozusagen in Wudu-Zustand gehst und mit Erwähnung von Allah subhanahu wa ta'ala schläfst, also nicht mit Spielen mit Handy und gucken da die Seite und da die Seite, bis du dann einschläfst, sondern Dhikr von Allah subhanahu wa ta'ala. Erwähne Allah subhanahu wa ta'ala und lass die letzten Wörter diese Wörter sein, mit diesem Dua, Allahumma aslamtu nafsi ilayk und so weiter. Ja, und lass den Engel für dich Dua machen. Nicht, dass du mit Sünden, wal'iyadu billah, schlafen gehst, sondern mit Wudu-Zustand in den Schlaf gehst. Drittens, der Junub, Unreinheitszustand nach dem Samenerguss. Wenn eine Person in diesem Zustand... Das ist die Erklärung von Junub und Janaba. Junub und Janaba, das heißt, einer, der Junub ist, das bedeutet, der hat einen Samenerguss, der hat sich noch nicht gewaschen. Wie nennt man diesen Zustand? Janaba. Und derjenige, der in diesem Zustand ist, nennt man ihn Junub. Mhm. Wenn eine Person in diesem Zustand essen, trinken, schlafen oder den Geschlechtsverkehr wiederholen möchte, Aisha radiallahu anha sagte: Wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in Janaba-Zustand war und er wünschte zu essen oder zu schlafen, dann machte er sallallahu alaihi wasallam die Gebetswaschung, so wie er sie für das Gebet machte. Was hat das für Sinn, dass man Wudu macht
während man in Janaba-Zustand ist, weil dieser Janaba hebt nur die große Waschung auf. Aber der Wudu hebt das nicht auf. Aber es ist trotzdem beliebt, wenigstens den Wudu zu machen, wenn man jetzt geplant hat, etwas später die große Waschung zu machen. Und vor allem der Prophet Muhammad, vielleicht ist das Essen da, wollte essen, bevor er vielleicht sagen, die große Waschung macht, dann ist es beliebt, Wudu zu machen. Was hat das für einen Sinn? Dass die Malaika dann auch kommen, weil die Malaika begleiten nicht jemanden, der in Janaba-Zustand ist, aber das hebt einen Teil von diesem Hadath, also von diesem Zustand auf, und sozusagen ist man sozusagen mit einem Teil von Reinigung, wo auch dann die Malaika einen sozusagen trotzdem begleiten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erlaubte demjenigen, der im Janaba-Zustand war, wenn er essen, trinken oder schlafen wollte, die Gebetswaschung zu machen, so wie man sie für die wie sie für das Gebet macht. Und hier entnimmt man daraus, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam erlaubte, das bedeutet, der Prophet hat eine Erleichterung gemacht, weil normalerweise nach dem Janaba-Zustand sollte direkt die Waschung kommen. Aber der Prophet Muhammad erleichtert jemand, der vielleicht jetzt faul ist, weil er schlafen gehen will, oder jemand, der vielleicht ein Bedürfnis hat, bevor er die große Waschung macht, dass er eine Erlaubnis gegeben hat, eine Erleichterung gegeben hat, dass er dann auch einen Teil davon aufhebt. Aber mit diesem Teil aufheben, das heißt mit Wudu, ist das nicht ganz komplett aufgehoben. Das heißt, man kann nicht sein Gebet verrichten mit diesem Wudu, weil die Janaba muss komplett aufgehoben werden durch die Waschung, aber man hat eine Erlaubnis, den Wudu zu machen, und die große Waschung sozusagen zu verlegen, wenn man ein Bedürfnis dafür hat. Abu Sa'id radiallahu an berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand von euch mit seiner Frau Geschlechtsverkehr hatte und diesen wiederholen möchte, so sollte er die Gebetswaschung machen. Mhm. Die Gebetswaschung oder eine komplette Waschung, beides ist gut zwischen den einen Geschlechtsverkehr und nochmal Geschlechtsverkehr. Das ist sozusagen eine Sunna, und der Prophet Muhammad hat das auch begründet, weil das dann für den Körper dadurch ist er aktiver, ist er besser für den Körper, ist fleißiger. Ja. Vor dem Rüssel, egal ob es der verpflichtende oder der erwünschte Rüssel ist. Aisha radiallahu anh berichtete, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam den Rüssel wegen Janaba machen wollte, fing er damit an, sich die Hände zu waschen. Und danach füllte er Wasser von seiner rechten Hand in seine linke Hand und wusch seinen Intimbereich. Danach machte er sallallahu alaihi wasallam die Gebetswaschung, so wie er sie für das Gebet machte. Also es ist auch beliebt, bei der großen Waschung am Anfang den Wudu zu machen. Aber gibt es eine Reihenfolge. Erstens, dass er seine Hand wäscht. Zweitens, dass er sein Glied wäscht. Und dann drittens, dass er den Wudu macht. Ja? Und dazwischen wäscht er auch seine Hand, nachdem er sein Glied gewaschen hat, wäscht er seine Hand, und wäre gut, entweder mit Erde oder mit Seife zu waschen, und dann macht er den Wudu, wie er den Wudu für sein Gebet macht. Fünftens, nachdem man was gegessen hat, was über Feuer gekocht wurde. Abu Huraira radiallahu anh sagte, ich hörte den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam sagen, mach die Gebetswaschung aufgrund von Essen, was das Feuer berührt hat. Das heißt, heutzutage das meiste, was man isst, ist etwas, was vom Feuer berührt wird. Das heißt, alles, was gekocht ist, gegrillt, was gibt's noch? Flambiert. Ja. Und sonstiges. Alles ist sozusagen beliebt, dass man dann Wudu danach macht. Ja. Genau. Döner. Döner ist auch Feuer.
Der Beweis, dass es erwünscht ist, ist der Hadith von Amr ibn Umayyah ad-Damari, radiallahu an, wo er sagte: Ich sah den Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie er ein Stück Schulter von einem Schaf abschnitt und davon aß. Danach wurde zum Gebet gerufen und er sallallahu alaihi wasallam stand auf und legte das Messer weg und betete, ohne die Gebetswaschung zu machen. Also das heißt, diese genaue Beobachtung von den Sahaba radiallahu anhum führt dazu, dass wir wissen wollten, ist es verpflichtend, wenn der Prophet gesagt hat, macht Wudu von das, was das Feuer angefasst hat oder was mit Feuer gekocht wurde. Aber die Beobachtung vom Prophet Muhammad, dass sie beobachtet haben und dass er extra in dieser Überlieferung sagt, der hat nicht Wudu gemacht, damit er sozusagen uns den Urteil dann auch gibt, dass der Prophet Muhammad schon etwas Fleisch, was gekocht ist, gegessen hat, ohne danach Wudu gemacht zu haben. Das heißt, das ist eine beliebte Sache, das, was der Feuer angefasst hat, dass man danach Wudu macht. Sechstens, vor jedem Gebet. Buraida radiallahu an sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte vor jedem Gebet die Gebetswaschung zu machen. An dem Tag der Eroberung von Makka machte er die Gebetswaschung, strich sich über die Socken und betete alle Gebete mit einer Gebetswaschung. Umar radiallahu an sagte zu ihm, O Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, du hast etwas gemacht, was du normalerweise nicht machst. Er, sallallahu alaihi wasallam, antwortete, ich tat dies absichtlich, O Umar. Also absichtlich hat er das getan, damit er die Umma eine Lehre gibt, dass es nicht verpflichtend ist. Aber die ganze Zeit, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam machte für jedes Gebet die Gebetswaschung. Bis dann die Öffnung von Mekka gekommen ist und Umar, der ihn immer beobachtet hat, ja, sieht er eine Handlung, die er, der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, die er bis jetzt noch nie gemacht hat. Und zwar hat er eine Gebetswaschung gemacht, eine Gebetswaschung gemacht und hat er alle Gebete mit dieser Gebetswaschung gemacht. Das bedeutet, dazwischen ist er nicht auf Toilette gegangen, ist sein Wudu nicht zunichte gegangen. Und dann fragte ihn Umar. Das war nicht gewohnt vom Propheten, dass er das macht. Dann sagt der Prophet, das hat er extra gemacht, damit man weiß, dass diese Gebetswaschung ist nicht verpflichtend für jedes Gebet, aber ist eine Sunna, die der Prophet fast nie gelassen hat. Und deswegen ist es auch eine Sunna, die man beleben braucht. Immer wenn das Gebet kommt, dass man nochmal eine Waschung macht. Auch wenn man Wudu hat. Ja? Das ist eine beliebte Sunna, die man beleben könnte. Ja. Siebtens. Nach jedem Brechen der Gebetswaschung. Dieser Punkt basiert auf dem Hadith von Buraida radiallahu an. Buraida radiallahu an sagte, eines Morgens rief der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Bilal zu sich und sagte zu ihm, O Bilal, wie kommt es, dass du im Paradies vor mir warst? Okay, der macht jetzt Adhan, dann können wir inshallah nach dem Adhan diese zwei Stellen, die zwei Punkte lesen. Inshallah. Achi, Abdulrahman, adhin, inshallah. Allahu Akbar.
O Bilal, wie kommt es, dass du im Paradies vor mir warst? Ich betritt letzte Nacht das Paradies und hörte deine Fußschritte vor mir. Bilal antwortete, O Gesandter Allahs, jedes Mal, wenn ich Adhan ausgerufen habe, betete ich 2 Raka. Und immer, wenn ich etwas mache, was die Gebetswaschung bricht, so erneuere ich mein Wudu. Der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, sagte daraufhin, es ist aufgrund dieser 2 Dinge. Also der Prophet Muhammad sallam fragte Bilal, was hat ihn ins Paradies gebracht, wo er seine Schritte gehört hat im Paradies. Und der sagte, was für eine noble Tat er, die er hatte. Und zwar, dass er jedes Mal, wenn er den Adhan gerufen hat, hat er 2 Rak'a gebetet. Und jedes Mal, wenn seine Wudu unterbrochen wurde, das heißt, auch wenn es nicht in Zeit von Gebet ist, zum Beispiel im Sommer zwischen Dhuhr und Asr ist eine lange Zeit, da könnte es sein, dass der Wudu weg ist und dann kurz vor dem Asr könnte man dann Wudu machen. Aber Bilal hat nicht gewartet, bis die Gebetszeit kommt, dass er Wudu macht, sondern sofort, wo er auf Toilette geht oder schläft oder so weiter, hat er dann direkt sein Wudu neu gemacht, obwohl er nicht zu beten brauchte, weil er das extra sozusagen dafür gemacht hat, dass er immer in Wudu-Zustand bleibt. Und das war eine noble Tat, wo Allah subhanahu wa ta'ala ihn ins Paradies gebracht hat und der Prophet Muhammad seine Schritte im Paradies gehört hat. Achtens, nach dem Erbrechen. Ma'dan ibn Abi Talha. Ma'dan, ja, ibn Abi Talha. Radiallahu an berichtete von Abu Ad-Darda, radiallahu an, der sagte, der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, erbrach und brach sein Fasten und machte danach die Gebetswaschung. Ich traf Thauban, radiallahu an, in der Moschee in Damaskus und erzählte ihm dies. Und er sagte, es ist die Wahrheit, ich goss das Wasser für ihn, für seine Gebetswaschung. Das heißt, Wudu machen, wenn man erbrochen hat, das heißt, man hat eine Kotze, hat gekotzt, ja, dann ist beliebt, Wudu zu machen. Ist beliebt, Wudu zu machen. Nach dem Tragen eines Toten, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer immer einen Toten wäscht, sollte den Russel machen. Und wer immer einen Toten trägt, sollte die Gebetswaschung machen. Und beides ist beliebt. Also das Waschen, die komplette Waschung nach dem Toten, waschen ist beliebt und den Wudu zu machen nach dem Tragen von dem Toten ist auch beliebt. Das heißt, wir haben 9 Sachen, die beliebt sind, wofür man Wudu machen sollte, machen könnte, und wir haben 2 Sachen nach Tendenz von dem Verfasser, wofür man verpflichtend ist, Wudu zu machen. Das heißt, 2 Sachen verpflichtend, den Wudu für das Gebet und Wudu für den Tawaf. Tawaf bedeutet Tawaf um die Kaaba und den Sa'i. Und die 9 Sachen, die sozusagen beliebt sind. Eure Hausaufgabe, inshallah, dass ihr aufschreibt, was sind diese Sachen, die verpflichtend sind, dafür Wudu zu haben. Und was sind die Sachen, die beliebt sind, dafür Wudu zu haben. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und inshallah, wenn es Fragen gibt, dann schreibt die auf und dann beim nächsten Unterricht werde ich eure Fragen beantworten. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair.